4, 3, 2, 1. Achso. Weil, nein, beim Telefon ist ja die Stimme halt eine Sekunde oder sowas später oder ein kleines bisschen. Also ich hab bei mir, habe ich mit dir gleichzeitig geredet. Kennst du dich aus? Okay, gut. Alles klar, Benji, danke für das, für den kleinen... Noche problema, señor Escobar. Hello, motherfucker! Hi Leute und herzlich willkommen bei TC Schuu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 u
junge, knackige, gut aussehende No Hand Gaming ist auch am Start, ja. Gay! Wie seit wann bist du so nett zu mir? Ja, ich bin halt auch mal lieb, oder? Wir sind auch mal lieb, ne? Und zwar, Jungs, geht's heute um Harry Kane, ja? Und wir haben auch schon eine richtig kranke Folge bei No Hand auf dem Kanal aufgenommen, ja? Deswegen checkt alle die Videobeschreibung ab, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, ne? Zieht die Folge rein. Ich würde sagen, Herr Karloff, darf mal kurz was dazu sagen, oder? Jo, also, freut mich heute bei euch wieder am Start zu sein für diesen Harry Kane und ich will gar nicht in großartig Zeit verschwenden. Wir kommen auch so locker über 10 Minuten. Dann können wir jetzt auch schon anfangen. Ja, noch ein paar Minuten bitte länger, ja. Das ja, Jungs, und ich würde sagen, wenn ihr mehr davon sehen wollt, ja, dann lasst auf jeden Daumen, Fall. Wie viel Daumen wollen wir? Benji, wie viel Daumen sollen wir hauen? Wie viel? Also, das ist schwer, aber. Da meinst du, die Squad-Builder Showdown-Community bei euch schafft 25.000? Ja. Ja, 25.000 Daumen sind. Ich denke, Teezy Army ist stark, Teezy Army ist da. Ich denke, 25.000 sind ja. Wir. Also was sagt ihr, wenn die 25.000 schaffen sollten? Was ist die Challenge? Dann kommen wir zu dir, ne? Ja. Dann kommen wir nach sofort. Ja, das will doch gar keiner. Boah, das war jetzt hart. Abbruch. Dann kommen wir sofort nach Berlin gefahren und verschlagen dich einfach. Ja. Im Livestream. Oh, ja, na toll, da war der Plot-Twist jetzt. Okay, wow. Also Jungs, wenn ihr das sehen wollt, dass wir Benji im Livestream vermöbeln, 25.000 Likes. Genau. Oh, ja. Und schwarze Sack drüber. Ne? Ja, und dann gibt's Kloppe. Bam, bam, bam. Ich würde sagen, du kannst ganz kurz zu den Regeln erklären, weil es ein bisschen anders da heute, ne? Ja, genau. Das haben wir uns ein bisschen beim Benji. Der hat einen guten Vorschlag gemacht, Leute. Wir hatten es ja immer so gemacht, dass wenn man einen Spieler rät, konnte man hinstellen, was man wollte. Haben ja einiges an Shitstorm geerntet. Hat Spaß gemacht. War super. Jetzt ist es so, man hat nur noch einen Joker. Das heißt, man darf nur noch einmal einen Torwart irgendwo hinsetzen. Ne? Und sonst muss man halt schon gucken, dass es irgendwie passt. Natürlich Bronzespieler, RV Spanier passt. Alles klar, kann man stellen. Ihr wisst Bescheid, Regeln kennt ihr schon. Ist ja nicht der erste Squad-Builder-Showdown. Und ich würde sagen, wir legen los. Genau, wir legen los mit der Aufstellung. Ne? Jungs, kommen wir jetzt zu der Aufstellung und ich würde sagen, wir sagen unsere Aufstellung. Wir also haben soll ich meine erstmal rein? Achso, ja, hier, ja, sorry. Ja, halt rein, wir sagen's, ne? 4-3-3-4 haben wir. Schade, ich hab 4-2-2, also 4-2-2-2. So, dann halten wir die Aufstellung rein. Was hast du am Start, mein Freund? Ich würde heute gerne mal mit... Ich wage es zu bezweifeln, dass ihr es habt. Ich nehme mal 4-2-3-1 heute mal. Oh, wir haben 4-3-2-1. Oh, okay. Ja gut, ist im Grunde komplett verschieden. Aber knapp. Aber er hat nicht die, wo du gesagt hast. Erst noch. Okay, okay. Erstmal kommen wir jetzt hier zu den... Wir nehmen die LF, RF und ZOM. Und er hat alle seine drei ZOMs. Ich halte jetzt den Zettel rein und dann würde ich sagen, schieß los, Digga. Dann fange ich mit dem linken ZOM an, ja? Ja. Da hätte ich gerne, ich weiß nicht, ob es Captain Obvious ist, aber ich hätte gerne Dele Alli. Weiter. Okay. Ja, okay. Im ZOM nehme ich den guten Ben Arfa aus der... mit einem Downgrade hier gepriesen wurde von EA. Und rechts nehme ich Kabea, der kleine Schnelle, der auch ein Silber-Downgrade gekriegt hat. Von 80 auf 74. Also Dele Alli haben wir, ne? Aber du hast den links und wir haben ihn rechts aufgeschrieben. Scheiße. Sehr nice. Egal. Hat nochmal Glück gehabt. Gerade so davon gekommen.
Dann kann ich ja mal meine bei euch reinhalten. Darfst du gerne machen, ne? Komm mal später dann hier rein. Hast du drin? Ja. Okay. Fang ZOM an, oder? Fang mal ZOM an, da haben wir Dally Alley Squad Builder Karte. Ah, okay, okay. RM haben wir Salah. Ah, okay, und ja. LF haben wir Theo Walcott. Theo Walcott? Ja. Okidoki. Hört sich ganz gut an. Aber Dally Alley war leider zu obvious, wenn ihr schon ein Video zu eurer Squad-Builder-Challenge macht, du da. Oh. Ja. Ist leider nicht mit drin. Laber jetzt keine Scheiße. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Ist doch noch euer Zehner. Dann nehme ich direkt den Joker mit rein. Da dürft ihr einen schönen Keeper hinstellen. Scheiße. Ah, oh, life so, is good. Brauchst du Keeper aus England dann, ne? Mhm. Also halt Scheiße. Einen, der für euch linkt halt. Das könnt ihr selbst entscheiden. Scheiße. Dass halt so wenig Spieler wie... Warum schon wieder ich? Ja, ich brauche jetzt einfach jemanden, halt, auf den ich schieben kann, ey. Ja. Collins, Alter. Collins, Alter, ist eine Maschine. Achso, ja, du weißt doch, welche wir haben, oder? Ich hab mir jetzt entmutet, der Benji. Wie schreibt man den Plan jetzt? Brauchst du noch lang, weil dann gehen wir schnell was essen. Sekunde. Give me a second. La. Ich halte nur noch auf. Blue, nur der Mann im Mond. Schau zu. Wie der kleine Benjamin. Ja, ist in Ordnung, Kinders. Komm, ich bin ready for Takeoff. So, Leute. Und zwar stellen wir jetzt beide ZMs und der gute alte Nohand, ja, stellt seine beiden ZDMs, ja. Genau. Ich würde genau. sagen, wir halten das Zettelchen, das goldene Zettelchen in die Kamera und du schießt los, was du hast. Ich hätte gerne auf dem linken ZDM-Spotterino, hätte ich gerne, wer hätte es gedacht, ich gehe da tatsächlich in die Bundesliga und nehme Sebastian Rondé. Sebastian Rode. Boah. Und ich nehme auf dem rechten ZDM, nicht dass jetzt heißt, der nimmt ja gar keine Special-Karten, natürlich wollte ich mal Tweedy nehmen, aber nehme ich nicht, weil es viel zu obvious ist. Das nehme ich Adrien Rabiot, upgraded auf 80 von PSG. Scheißspieler. Okay. Okay. Was hat der dann aufgeschrieben? Wir haben Snyder La und Matuidi. Ah, okay. Weil du das falsch hingeschrieben hast, ne? Falls mir klappt. Hab ich ja nochmal gehört. Achso, ja, ja, sorry, ich hab das. Ja, ist ja egal jetzt. Naja. So, ja, dann hier. Halt deinen Zettel hoch, Benji. Ja. Wir nehmen. Nimm das nochmal an. Sag du. Den linken Mittelfeldspieler nehmen wir. Wer hätte es gedacht? Gündogan. Oh, okay. Ja, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Und den rechten Mittelfeldspieler nehmen wir De Rossi. Ah, habt ihr doch nochmal geändert, oder was? Scheiße, ich dachte, ihr habt so gedacht, ich hab's nicht gehört. Fuck. Haben wir den verarscht? Hast du wirklich gar nicht hingeschrieben? Du Drecksack, du Drecksack. Haben wir den verarscht, Alter? Der Drecksack, der sagt dir wohl was. Ja. Das ist so unfair. Der Drecksack. Jungs, ich hab das bestimmt wieder, haben ihn entmutet und haben so gemacht, als hätten wir es nicht gemerkt. Und Timo sagt so, ja, wir nehmen Pjanic, wir nehmen Pjanic. Der schreibt's auf, der Drecksack. Ja, ich hab nicht, stimmt, nachdem wir mich mit dem Katzenfutter geprankt haben, müsste ich sowas eigentlich wissen. Ich glaube, wir sollten vielleicht einen Prank-Kanal aufmachen. Ja, ich glaube auch alle, wir sind doch perfekt, oder? Prank Bros 2. So Jungs, es geht jetzt um LV und RV. Wir halten den Zettel in die Cam und hoffen, wir haben einen Volltreffer. Timo hat sich schon mal in letzter Sekunde umentschieden. Ich will's genüsslich sagen. Bist du bereit, Benji? Ja, ich kann anfangen. Ich bin mir zu 100% sicher, wer dein RV ist. Nenn ihn mir. Nenn mir dein RV. Mein RV wird sein. Dann meinst du, bist jetzt zu 100% sicher? 100. Ich will ja fast um was wetten, aber ich hätte gerne rechts Florenzi. Oh Gott. Okay. Da fallen die 100% auf 0%, ne? Der Schein ist mal wieder nicht gekommen. Und links hätte ich gerne Marvin Plattenhardt. Ja!
Und diesmal stellen wir auch unseren Joker, ne? Ja, doch, doch, da stellt er einen schönen Torwart hin. Ja, Mach. Stimmt, Mann, da kommt Salah, da kommt ja. Salah. Torwart, Torwart. Ich hab gedacht, du setzt rechts auch Mitchell Weiser, ja? Weil du als Hertha und so, hab ich gedacht, Mitchell Weiser, das setzt er bestimmt, denkt er nicht dran, aber... Okay. Machen die Doppel-Hertha-Action, ich glaub, mein Schwein pfeift. So, mein Freund, Alter. So, ein Freund. Torwart aus der Bundesliga. Ja. So, dann let go, halt deinen Zettel rein. Ja, Kinas, kommt, leg los, ist drin. RV haben wir den Ignacio Abate stehen. Okay. LV haben wir Hector stehen. Hector könnt ihr gerne nehmen, aber Ignacio Abate, da dürft ihr gerne einen Bronzespieler hinstellen. Niemals hast du Abate erraten, niemals. Hier habt ihr es nochmal, Proof, blau auf weiß, Abate. Wie hast du den erraten? Ja, das ist eine Frage von Talent und kein Talent. Oh, yeah. Oh shit! Ach, was ein Quatsch. Sehr schön. Okay, Ali, wir halten. Genau, Jungs. So, es geht jetzt um die Innenverteidiger, die beiden und den Torwart. Ich schalte den Zettel in die Kamera. Okay. Ich glaube, ich habe deinen Code geknackt. Meine Dinge geknackt. Du glaubst, du hast meinen Code geknackt? Ja. Es ist halt jetzt auch echt kritisch mit dem Linksverteidiger. Aber ich hätte gerne in der linken Innenverteidigung Sven Bender. Und ja, in der rechten Innenverteidigung hätte ich gerne Kostas Manolas. Mhm. Und ins Tor Szczęsny. Wen ins Tor? Szczęsny. Der Pole. Der Okay. Okay, ja, warte. Dann im Torwart haben wir diesen Karnetzis, oder wie der heißt? Ja, Karnetzis, ne? Dann linke IV haben wir halt gedacht, du baust hier komplett auf Griechenland, haben wir gedacht, okay, dann bestimmt durchgehend Sokratis. Und deswegen haben wir uns halt auch für den Rechte, wir wollten erst Manolas nehmen, ne? Ihr habt nicht Manolas aufgeschrieben? Nee, wir haben gedacht, okay, wir nehmen dann einfach Rüdiger. Ach. Was, Junge? Wir haben Manolas! Steht hier auf dem Zettel! Bronze! 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 Wäre voll schlau gewesen, wie blöd bin ich denn? Ja, den hatten wir auch erst stehen, aber nein, wir haben Manolas. Ey, Digga, und wir haben jetzt schon, der hat jetzt schon seinen... Hat er seinen Joker schon gezogen? Ja, ja, hat er schon. Ich hab's dir gesagt, wir heben ihn auf! Ja, so ein ganz langsamer schöner Bronze. Das war zu offensichtlich, wie blöd ich bin, dass ich da Manolas nehme. Ja, ihr müsst anfangen. Du musst sagen, mein Freund. Ich bin nervös. Achso, Timo ist nervös. Okay, in der Innenverteidigung links haben wir Hövedes stehen. In der Innenverteidigung rechts haben wir Tonelli stehen. Und im Tor haben wir Fährmann stehen. Schön für euch, aber Höhe, das wird nicht. Another one, baby! Yes! Ich hatte noch Süle und Horn aufgeschrieben. Aber es ist natürlich... Gut, ich hab Bronze-Innenverteidiger, ihr habt Bronze-Innenverteidiger. Ist fair. Ist fair. Ja, den holen wir uns gleich. So, Jungs, das ist unser Team, mit dem wir gegen Benji antreten. Wir sehen uns gleich im Spiel und dann seht ihr auch sein Team, ja? Was er für ein Team zusammenbastelt, ne? Bis gleich. Okay, guck mal, da hat er aber auch ein paar Anfällige, ne? Hat er auch ein paar Anfällige, aber 63 hat er sich da reingeknattert. Das ist schon bitter, so drei Bronze-Spieler. Der nimmt sich immer die gute Bronze, hast du das gemerkt, der Benji? Ja, der ja. Sucht sich die gute. Der angelt nur die dicken. Und was ist jetzt hier mit seinem Chesney los, hä? Niemals volle Chemie, niemals. Ja, was soll ich tun? Was soll ich tun, sagt er? Gib nur zwei Bronze-Innenverteidiger, Kinnas. Theo. Gündo, denkt an Gündo. Oh, Zuckerball! Oh, wie lässt er sich weg? Das ist der Bronze Innenverteidiger, ja. Jawoll. Oh, pass auf. Boah, Junge! Booyah! Das hat er nicht Harry! Gemacht. Du laufst in der Mitte hin. Kane! Let's go! Nice! Das ist hart. Jungs, ich höre gar nichts. Ich hab schon gegen Benji 2-0 Rückstand aufgeholt, Junge. Boah. Was soll denn das? Was soll das? Boah, wie hält er den? Du bist schon dick abgezockt, der Junge. Egal, du bist jetzt am Füller, Du hast den Füller in der Hand. Du bestimmst das Tempo vom Füller.
Elfmeter. Kühl, du hast eine Klebe. Boah, du guckst zu viel Twitch, glaube ich, zur Zeit. Aber da lässt er sich machen wie... Wow. Hab ich. Da hat er geschwitzt. Da hat er wirklich geschwitzt. Wurde eben ganz ruhig und blaste Simon, aber er hat ihn geholt noch. Kane ist in der Mitte. Kane ist da. Schade. Das Klatschen. Nix aus dem Fallen raus. Riesenchance. Der will die Bälle unbedingt noch mal nach hinten immer spielen. Ist so. Der will den reintragen. Willst du ihn bis ins Tor legen, hinten dran ablegen, wie beim Football oder Rugby? Oder was willst du machen? Das ist der Collins, ne? Zur Erinnerung, den du immer da in der Mitte suchst. Ja, was soll ich denn machen? Wie soll ich denn spielen? Ja, vielleicht eher mal schießen, als wieder zurücklegen zum Collins, zu unserem Torwart. Ja, da denkst du aber halt nicht dran, dass du den da hast. Das ist der Collins. Und der pumpt schon wieder, ne? Da spekulierst du nicht, ne? Ich spiele den Todesball, Collins. Harry! Ist doch auch ein Harry! Harry Kane! Da ist er! Er sticht wieder zu! Und sorgt für Verwüstung, der Harry! Nice. Springt 8 Meter hoch. Das ist der Harry! Oh no. Das ist der Collins! Oh, das war stark gespielt. Das ist richtig nice gespielt. War stark gespielt. Das war richtig pervers gespielt, Digga. Das war kurz wieder dein Tim Latka-Moment. Aber warum du willst Zeit zu viele Tim Latka-Momente? Ja, das hat damit nichts zu tun, aber ich will du es mit Collins zentraloffensiv. Das war der letzte Spielzug, der war schon E-Sportler. Also das war schon. Ja, gib mir mal die Kopfhörer, damit ich nicht weiter labern. Da waren wir aber auch nicht. Und dann haben wir noch. Ja, der kommt! Ich dribbel mich durch, so wie Ben Arfa! Haben wir einen Bronze-Torhüter drin? Nein, wir haben Bronze-Innenverteidiger drin. Ja, aber wer ist unser Torwart? Ist das fair, Mann? Ey, da passt kein Frauner dazwischen, Jungs. Da war schon nice reingelegt. Nice. Oh. Ach du Scheiße, weißt du noch, wo es lang geht? Ja, was willst du machen mit dem Bronze? Ach, jetzt auf einmal, ne? Aber wo er mir vorhin die Dinger reinhaut. Alles gut, Jungs? Wir können unser ganzes Team abstoßen. Das ist aber auch lächerlich. Der Junge ist eiskalt. Das hängt wieder so verfickt FIFA drin, Alter. Ich weiß aber auch nicht, wie ich da durchgekommen bin. Wie kriegt denn der den Ball? Ich hab den Ball schon. Das ist der Bronze-Innenverteidiger. Das ist der Bronze-IV, ne? Das ist die Bestrafung für das Last-Minute-Tor. Wahrscheinlich, ja. Was ist denn das? Was soll das für ein Foul sein? Ach du Scheiße, Alter. Der Harry holt den Ball. 4 Spieler müssen wir diskarten, ne? 4 Stück. Würde ich sagen, Jungs, sehen wir uns beim Diskarten. So, Jungs, wir haben durchgemixt. Mr. Nohand kann seine 4 Spieler nennen, denen wir rausschmeißen müssen. Okay. Also, als ersten Spieler nehme ich den rechten Flügelspieler. Ach Gott, das ist der scheiß Bronze-Spieler, okay. Oh mein Gott! Der Fernbach kann weg. Ich hab den Verein gemacht. Stopp. Verein gemacht. Schnell verkauft. Okay, jetzt weg. Okay, dann zweiter Spot ist der linke Innenverteidiger. Gündogan. Oh, Gündogan weggesnipert. Das nehme ich gerne. I'll take 10, that. 10 Mille weg. 14 sogar, glaube ich. Da haben wir für 10 geholt. 10, glaube ich. Okay, der nächste. Okay, der nächste ist der Stürmer. Wow. Oh, das ist der gute alte Collins, Alter. Piss. Ah, mein Gott, wieso habt ihr die ganzen Bronze-Spieler vorne? So, und weiter? Einen habe ich noch, ne? Ja, last one. Ich weiß nicht, ob ihr so cheeky seid, aber ich nehme den Keeper. Wow. Oh, De Rossi. De Rossi muss ich ablegen. Ey, dafür, dass ich 4-mal auswählen durfte, hattet ihr unfassbar Glück. Ja, Alter, wirklich. Wirklich unfassbar wirklich. Glück. Eigentlich nur Gündogan, der uns hart getroffen hat, ne? Beide ja, gut, dann ist auch nur noch 20.000, oder? Ja, beide weniger. Weniger, beide ZMs, dann ach du Scheiße, ne? Zum Glück habt ihr mal nicht die Special-Karte genommen, wir sind ja sonst immer alle Special-Karten. Ja, boah. Ja, zum Glück. Ja gut, Jungs, da sind wir, gut, Timo, ein bisschen unter die Räder gekommen, ne? Ich würde sagen, wir sind raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, schaut bei Benji vorbei, er hat die Schlussworte. Ciao. Haut rein, bis zum nächsten Mal auf dem neuen Squad Builder Showdown und haut rein. Ciao. Ciao.
cause he doesn't come back.